Hallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Rekeos83 und zusammen wollen wir Dawn of War zocken. Und zwar direkt mit dem ersten Teil fangen wir an. Ich sag mal, lange Rede, kurzer Unsinn. Wir starten direkt mit der Mission 1. Hab schon angefangen, ein bisschen anzutesten das Ganze, um die Einstellung zu überprüfen. Aber wir fangen mal mit Mission 1 an und los geht's. Ich werde das Gequatsche, was während der Mission kommt, einfach mal überreden, weil das, was der erzählt, die Charaktere, ist auch im Untertitel drinne zu lesen. Also wenn ihr wissen wollt, was die sagen, einfach mitlesen, weil sonst muss ich zu oft unterbrechen. Und los geht's. Haltet die Stellung! Im Namen des Imperators! Ihr werdet nicht wanken! Wir können nicht standhalten! Rennt um euer Leben! Feiglinge! Wenn ihr nicht kämpft, werdet ihr sterben! Ich bin Captain Gabriel Angelos von den Blood Ravens. Dritte Kompanie. Status. Vergebt mir, mein Lord. Wir haben alles versucht, um die Orks aufzuhalten, aber wir haben versagt. Das Leben meiner Männer liegt in euren Händen. Ihr habt den Feinden des Imperators getrotzt und somit eure Pflicht erfüllt. Sollten eure Männer euch enttäuscht haben, liegt deren Bestrafung bei euch. Vielen Dank, mein Lord. Ich bin nicht wegen eurer Dankbarkeit hier. Der Raumhafen muss gehalten werden, um den Nachschub an Truppen und Vorräten auf diesem Planeten aufrechtzuerhalten. Deshalb sind wir hier. Nun, was ist mit den Verwundeten und den Zivilisten? Sie sitzen fest. Wir haben nur wenige Schiffe. Dann sollt ihr mehr bekommen. Alle Blood Ravens Flugeinheiten, führt Protokoll 23 aus und beginnt mit der Evakuierung der Zivilisten. Wir werden die Bodentruppen absetzen. Jawohl! Bodentruppen, Captain, aber die Orks haben sich zurückgezogen. Ihr müsst euren Feind kennen, um ihn zu besiegen, Oberst. Orks ziehen sich nur zurück, um sich neu zu formieren. Sie kämpfen so lange, bis ihr oder sie tot sind. Brüder, lasst uns diesen Alien-Abschaum auslöschen! So, und los geht's dann auch schon mit der ersten Mission. Los, Autosave, mach hinne. Was für ein glorreicher Tag für eine Schlacht. Bis unsere Fundbasis, die Bastion, errichtet wird, sollten wir uns ruhig verhalten. Nee. Ich erobere schon mal die ersten kleinen Kontrollpunkte hier. Davon nehmen wir uns einfach irgendeinen taktischen Trupp. Rechtsklicken, denn auf den Kontrollpunkten schon wird er eingenommen. Dadurch erhalten wir hier mehr Kontroll- oder Anforderungspunkte. Wir beginnen, Kontrollpunkte einzunehmen. Diese drei Kontrollpunkte und mit diesen Anforderungspunkten können wir dann einfach neue Einheiten anfordern. Im Prinzip ist das eine der Ressourcen, die wir brauchen im Spiel. Wir bauen jetzt direkt noch eine Kapelle, mit der kann man neue Einheiten anfordern. Am Anfang sind das nur noch normale Space Marines, hier so ein taktischer Trupp oder Space Marine Trupp, wie sie hier noch benannt werden. Im Nachhinein kommen halt später neue Einheiten dazu, sei es Sturmtruppen oder auch einfach Infanteristen. So, sind wir denn schon fertig hier? Den Kontrollpunkt tun wir dann auch direkt hier befestigen mit einem Horchposten. Dann kriegen wir mehr Anforderungspunkte aus dem raus.
beziehungsweise können dann auch später selbst Verteidigungsgeschütze aufbauen auf das Ding. So, die sind auch fertig. Von da oben kann nichts. Von da oben kommt das Gefallen. Da kommen, dann gehen wir direkt hoch. Exzellent. Die Kapelle wurde fertiggestellt. Fertig. Nun können Sie weitere Space Marine Trupps anfordern. Direkt den nächsten Horchposten drauf. Der ist hier noch nicht fertig. Ah, holen wir schon mal direkt den nächsten Space Marine Trupp. So, zwei Stück. Um diese Orks zu besiegen, brauchen wir spezielle Waffen. Wir müssen eine Rüstkammer bauen, um sie zu erhalten. Ja, bin dabei. So, die Rüstkammer. Die Rüstkammer ist im Prinzip dafür da, um neue Waffen zu erforschen. Erforschen, Anführungsstrichen, halt einfach zu entwickeln und oder Aufwertungen für Truppen vergrößern, Zargen zu einem Trupp hinzufügen und solche Dinge. Das werden wir aber nach und nach in der Kampagne alles kennenlernen und euch vielleicht auch nach und nach alles zeigen. Hier können wir zum Beispiel den Trupp noch aufwerten. Ja, so ein Sergeant können wir später noch freischalten oder halt hier die schweren Waffen. Am Anfang nur zwei. Später können da vier schwere Waffen draus werden. Die kann man mischen, wie man möchte, je nachdem, ob man den Trupp halt spezialisiert haben möchte oder mehr als Allround-Trupp haben will oder je nachdem, wenn man weiß, welche Feinde man kriegt. Der hat nichts mehr zu tun, dann kann erstmal dahin. Jawohl. Gehen wir erstmal hier hoch und ballern mal diese Quads ab. Exzellent. Die Rüstkammer ist nun einsatzbereit. Die Space Marine Trupps können nun ihre normalen Bolter zu Flammenwerfern und schweren Boltern verbessern. Starte den Angriff. Wir dürfen auch unsere Energieversorgung nicht aus den Augen verlieren. Mit Hilfe von Plasmageneratoren können wir Energie erzeugen. Trotzdem hat die kleinsten Einheiten, die Orks haben, auch von der Körpergröße her. Und hier diese Ballerboys oder normalen Ork-Boys sind so die Standardeinheiten, was bei uns halt die normalen Space Marines sind. Bleibt wachsam, Brüder! Zerstören, eliminieren, vernichten! So, die können sich hier wieder versammeln. Bauen wir mal die Energieversorgung aus. Und erforschen mal nochmal schwere Waffen. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. So, dann nehmen wir schon mal den Punkt hier auch noch mit ein. Dann haben wir alle drei Stück. Plasmageneratoren erzeugen konstant Energie. Allerdings kann eine Bastion nur eine bestimmte Menge Plasmageneratoren unterstützen. Ja, bauen wir einfach mal so viel, wie wir können. Die Jungs haben uns eh nichts zu tun im Moment. Die Maximalhöhe erreicht. Solange die Feinde des Imperators an Einheiten, die wir haben dürfen. Geben. Ziel gut gemacht. Wir haben einige Kontrollpunkte eingenommen. Wir erhalten mehr Anforderungspunkte, indem wir Kontrollpunkte einnehmen und Horchposten auf ihnen einrichten. Wir benötigen sie, um Trupps und Ausrüstung anzufordern. So, wie man da oben rechts in der blauen Anzeige für die Anforderungspunkte sieht, haben wir halt hier unser Truppenlimit. Derzeitig 10 von 10. Die Einheiten verbrauchen halt, je nachdem, was es für Einheiten sind, bestimmte Anzahl von Anforderungspunkten. So ein Standard Space Marine Trupp verbraucht halt 2 Anforderungspunkte. Exzellent. Der Kontrollpunkt ist nun vor den Orks sicher. Wir sollten auf alle unseren eingenommenen Kontrollpunkten Horchposten einrichten. Waffen sind scharf. Bevor wir weiterlaufen, gehen wir einfach mal jedem schweren Bolter mit. Es wird Zeit, entschlossen gegen die Orks vorzugehen. Vier schweren Bolter. Sie müssen innerhalb dieses imperialen Fabrikgeländes ihre Basis haben. Einfach so. Und die anderen zwei Trupps machen wir einfach dann mit Flammenwerfern voll. Ein Orklager. Seht doch, eine Lücke im Verteidigungswall des Raumhafens. Sie müssen sich einen Weg hineingeschossen haben. Wir müssen dieses Orklager zerstören.
und jedes andere, das diese verdorbenen Kreaturen errichtet haben. Angreif! Fürchtet unseren Zaun. Ja, Flammenwerfer sind halt auf kurze Distanz gut, besonders gegen, sag mal, Masseneinheiten und Infanteristen, die schweren Bolter. Ja, das sind so eine Allrounder, kann man zwar die normale Orks einsetzen. Aber man kann sie auch genauso gut gegen die normale Infanterie und leicht gepanzerte Fahrzeuge einnehmen. Oder halt so Horchpost und solche Sachen kann man die halt auch verwenden. Diese imperialen Soldaten sehen aus, als ob sie Hilfe gebrauchen könnten. Ja, los, Feuer, beeilt euch! Unsere Gebete wurden erhört! Da kommen die Space Marines! Problem bei Jungs mit den schweren Boltern ist halt, wenn man hier die Jungs, sind halt die hier mit den dicken Rucksack und den Munitionsgurten auf dem Buckel, die müssen halt stehen bleiben, um schießen zu können, weil die Waffe ist halt ziemlich schwer. Selbst für den Space Marine. Wir werden im Laufe des Let's Plays auch nach und nach mal die Einheiten genauer kennenlernen, beziehungsweise ich werde es euch nach und nach weiter vorstellen. Dann werden wir auch weiter mit in den Hintergrund vom gesamten Warhammer 40.000 Universum reingehen, was halt über das normale Spiel mit hinausgeht, was halt da als Wissen rausgehauen wurde. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr, bleibt einfach dran, bleibt dabei, schaut weiter zu. Wir werden nach und nach wirklich das ganze Warhammer 40.000 Universum durch die Dawn of War Let's Plays mal ansprechen und durchgehen. Schwärmen aus! Ich will halt nicht nur Dawn of War 1 durchzocken, sondern im Prinzip alle Dawn of War Teile einmal komplett mit allen Add-ons. Das sind allein für den ersten Teil schon 4 Spiele. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es aufziehen werde. Ich vermute mal, dass ich dass jedes Spiel als einzelne Staffel machen werde. Sprich, das wird jetzt hier Staffel 1 sein, bis das halt durch ist. Und das Winter Assault war das erste Add-on, was rauskam. Es war 2005 das erste Add-on. Das Spiel selbst kam 2004 raus. Und das wird dann die zweite Staffel werden. Schätzt man das vielleicht auch so tun. Wenn man halt nach und nach mal die einzelnen Teile kennenlernt. Waffen sind scharf. Es wird Zeit. Schwärmen aus! So, die erste Folge wird ein bisschen länger werden als 15 Minuten, weil ich sehe da einfach keinen Sinn drin. Die Folge an sich ist, oder die erste Mission ist recht kurz. Man muss nicht viel machen, außer halt die Ork-Basen kaputt zu ballern. Und ansonsten ist hier nicht viel zu tun. Durch den Vorspann und relativ langen Ladezeiten oder halt auch das, die kleinen Intro-Videos zu der ersten Mission lohnt es sich jetzt nicht nach 15 Minuten Schluss zu machen, weil das wäre etwa jetzt und die Mission ist fast vorbei, bis mal zum oberen Punkt halt hier hin. Und das bringt dann einfach nichts. Bleibt wachsam, Brüder! Schwärmen aus! Befehle erhalten, Bruder! Zerstören, eliminieren, vernichten! Wo ist eigentlich unsere Charge? Da. Space Marines, was soll ich tun? Für den Imperator. Space Marines, vorwärts! Kümmern wir uns um die nächste Basis hier. Oh, immer noch Ballerboys als Gegner, ist noch nicht so schlimm. Orks gehen eher nach dem Motto Quantität als Qualität, also viel Masse, viele Waffen und in der Hoffnung, die werden dann schon funktionieren. Ich treffe immer meine Ziele. Die Space Marines sind eher der Gegenteil. Kleine Trupps, maximal 10 Mann groß. Für die Ehre des so ein Standardtrupp und das war's dann auch schon. Folgt mir in den Kampf. Okay, ein erster Beutepanzer, Neon Russ. Bringt auch nicht viel. In den Kampf. Der ist schon halb zerstört, wehrt sich auch nicht. Noch nicht. Für Terra. Bestätigt. Ich treffe immer meine Ziele. Ich werde nicht versagen. So, sind wir schon fast durch hier. Folgt mir in den Kampf. Nehme Schaden. Nehme Schaden.
Habe ich einen verloren. Für den Imperator. Hm. Ich treffe helfen immer wir auf die letzten imperialen Truppe unten. Bringt uns zwar spieltechnisch nicht viel, aber. Ey, warum nicht? Formiert euch, Männer! Es gibt noch viel zu tun! Ich werde nicht versagen. Ich werde nicht versagen. So, hier irgendwo braucht der Eingang dann. Bestätigt. Dann haben wir es auch gleich geschafft mit der ersten Mission. Mal schauen, beim ersten Testaufnahme hat es knapp 25, 26 Minuten gedauert. Die Aufnahme ist werden. Mal schauen, ob wir die Zeit hinkriegen oder ob wir drunter bleiben. Space Marines, vorwärts! Weil da folgt noch ein Video, was ich noch mit dranhängen werde. Quasi ein Outro-Video zur ersten Mission. Und dann kommt auch schon die zweite, da werde ich dann direkt die zweite Folge draus machen. Die ihr dann morgen sehen werdet. Glaube und Ehre, mir nach. Zum Ruhme des Imperators. Ach, hier haben wir einen verloren. Ich treffe immer meine Ziele. Naja, ein Verlust auf unserer Seite und wie viele Orks? 100? Nehmen wir direkt dann die Hauptbastion von den Orks. Ja, die Orks demoralisieren, mit Flammenwerfer drauf. Zack. Das Hopfen wurde schon weg. So, irgendwo ist noch eine Kaserne gewesen. Da ist er. Greift an! Space Marines! So. Ich treffe wenn das letzte Gebäude weg ist, war es das auch schon. Tja, das war's dann, glaube ich. Jo, Mission beendet. Jetzt noch schnell das Video, dann war es auch schon mit der Folge. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Und dann bis morgen zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Die Anwesenheit eines Skriptors ehrt mich. Wie können euch meine Männer dienen? Wir sollten warten, bis der Captain seine Gebete beendet hat. Ich sah euch standhaft gegen die Orks kämpfen. Ihr seid ein tapferer Soldat, Oberst. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von euren Männern sagen. Ich werde ihre Entschlossenheit wieder bestärken, mein Lord. Tut das, oder wir werden es für euch tun. Ihr habt den Wunsch, mich etwas zu fragen. So fragt denn, Oberst. Woher wisst ihr das? Selbst ohne meine psionischen Begabungen einzusetzen, ist es offensichtlich. Sprecht. Ist es wahr, dass eure Kompanie die Ketzerei auf Cyrene ausgerottet hat? Ein Exterminatus? Bis auf den letzten Mann, Frau und Kind? Oberst, eure Gesellschaft ist zwar willkommen, aber nicht eure Fragen. Stellt dem Captain keine Fragen über Cyrene, wenn ihr in seiner Gunst bleiben wollt. Bruder Captain, der Oberst wünscht eine Audienz mit dir. Vielen Dank, Isador. Captain, mein 37. Tartarus-Regiment der Imperialen Armee steht bereit, um euch bei der Verteidigung der Stadt zu dienen. Meine Männer wollen beweisen... Sie werden viele Gelegenheiten bekommen, um sich als würdige Krieger des Imperators zu beweisen. Die Blood Ravens verlassen die Stadt. Ihr Schutz liegt in euren Händen. Ich werde meine Männer in Alarmbereitschaft versetzen. Darf ich fragen, welches eure nächsten Schritte sind? Orks respektieren nur Stärke. Ich habe vor, ihnen zu zeigen, dass wir genügend davon haben.